Hallo Freunde, grüß Gott und herzlich willkommen zu einem Format, was wir so in der Form noch nicht gemacht haben. Wir reden immer wieder gerne über den LS und in der Form noch nicht. Heute in Begleitung mit Bernd. Guten Abend. Und Blackie. Schönen guten Abend. Unser dritter im Bunde, beziehungsweise der vierte Mann, der fehlt aktuell, weil er selber am Feld ist scheinbar. Wir werden heute über die vergangenen zwei Wochen berichten, beziehungsweise ein bisschen zusammenfassen, aber vor allen Dingen, ganz wichtig, und ich werde das nicht 100-mal wiederholen, unsere Meinung zum LS und LS25. Und in dem Zusammenhang werden wir heute abwechselnd dazu ein paar Fragen, die uns oder mir eingefallen sind, möchte gern beantwortet haben. Und nicht immer nur von mir oder in dem Fall nicht immer nur von euch. Ich bin gerade live auf Twitch und der Chat ist mit eingeblendet. Das heißt, wenn es Meinungen gibt aus dem Chat, jederzeit herzlich willkommen. Ich werde noch versuchen, den Redefluss nicht zu stören und da jetzt nicht ständig auf den Chat aktuell einzugehen. Das soll wirklich in erster Linie mal so ein Talk unter uns werden. Und ich würde gern beginnen, Bernd. Wie lange bist du beim LS? Mit was hast du begonnen und so weiter? Machen wir ein bisschen so eine kleine Vorstellungsrunde, bitte. Ja, LS begonnen selber habe ich eigentlich erst mit dem 15er. Relativ spät eigentlich sozusagen. Ja. Zockt habe ich aber eigentlich jeden Tag. Bis auf, muss sagen, beim 19er war ich ein bisschen enttäuscht. Der 22er hat mich wieder hochgeholt. Aber das kann eine persönliche Gründe gewesen haben. Ja. Was hat dir so gefallen am LS bis jetzt? Mir hat eigentlich hauptsächlich einmal gefallen das Konzept Landwirtschaft allgemein, die Simulation. Ich spiele lieben gern Simulator Games und es ist halt der einzig wahre, sagen wir so, der einzige, es gibt keine Konkurrenz, was mithalten kann bis jetzt. Es gab zwar welche, sogenannte Kettle and Cops und so weiter, aber die sind alle zugrunde gegangen, sozusagen. Ja. Ja. Blackie? Wer bist du? Ja. Wie kommst du zum LS? Mir geht's ähnlich wie Bernd. Ich habe vor, ja, ich sag mal, 7, 8 Jahren angefangen mit dem LS 15 vorrangig. Habe mich damals als Hardcore-Gamer betitelt. Deswegen habe ich da in frühere Teile nicht so reingeguckt, weil es ja doch zu casual war. Habe dann ab und an mal die verschiedenen Demos, die es gegeben hat, probiert, aber konnte nie so wirklich da was damit anfangen. Ja, und dann hat es da so einen österreichischen YouTuber gegeben. Der hat mir dann das Thema ein bisschen näher gebracht. Ich kann ein bisschen sehen. Und dann ist mir entsprechend ja irgendwo mit dem LS15 eingestiegen. Habe mich ein bisschen am LS13 versucht, der hat mich aber nicht so abgeholt. 15er war dann so der Einstieg in das Ganze. Und so richtig angefangen habe ich tatsächlich eigentlich erst beim LS22, weil der meiner Meinung nach im Gesamtpaket schon nahezu perfekt war, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. 17, 19 auslassen oder nicht viel gespielt, oder? Ich habe es mitgespielt, mitgenommen. Hab mich aber nicht so wirklich gecatcht. Okay. Warum nicht? Ich weiß nicht, es war noch ein bisschen zu. Die Optik, das Casuale, das hat mir irgendwie noch nicht so zugesagt. Und wahrscheinlich liegt es auch am fortgeschrittenen Alter, ein bisschen entspanntere Spiele zu spielen. Und da bin ich dann mit einer stark gemoddeten Version dann beim LS22 hängen geblieben. Bernd, wir haben ja jetzt erfahren, die letzten 2 Wochen, da war ja auch die FarmCon, wir haben ja da so quasi jetzt einen guten Einblick gekriegt, was kommt. Viele verschiedene Berichterstattungen, Videos, das auch im Hintergrund läuft von der FarmCon, was so neues Gameplay zeigt und so weiter. Wieder 3 Jahre Entwicklungszeit, das haben wir es erstmalig gehabt beim 22er, der hat auch 3 Jahre gebraucht für die Entwicklung, uns erstmal ohne Publisher. Der erste LS. So der erste Eindruck, FarmCon LS25, Bernd? Ich war sehr positiv überrascht. Im Großen und Ganzen, aber zum Teil auch, kleinerseits Enttäuschung, aber das sieht man halt dann, wie, wenn es halt rauskommt. Also die Grafik hat sich bei Weitem bessert. So wie man sich die Reflexionen, was wir zuerst schon diskutiert haben, mit dem Klarlack und so weiter. Was mich auch positiv überrascht hat, andererseits positiv, ist das mit dem Reis. Das System ist zwar
schön auch der sogenannte dynamische Boden, was in Wirklichkeit nicht wirklich ein dynamischer Boden ist. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Weil es also, nicht wirklich ein dynamischer Boden ist, beziehungsweise... Es ist, sagen wir so, du hinterlässt zwar Reifenspuren und Konsorten. Das heißt, du hinterlässt deine Abdrücke, ja. Es ist aber zum Beispiel, wenn du nimmst Reisfelder, wie jetzt gehört haben, wie die Reisfelder entstehen, beziehungsweise wie halt wieder das Reisfeld zu einem normalen Feld wird, es ist einfach mit dem Bodenbearbeitungstool wird das Feld angezeichnet fürs Reisfeld, Klick und es wird ein Reisfeld erstellt. Mhm. Das ist, weil mir immer gerätselt habe, wie funktioniert das mit dem Boden, Damm, hin und her. Also es ist doch der Höhenunterschied, wenn alle generiert, wie es ausschaut. Soll es aber nicht schmälern. Es ist eine Kleinigkeit. Ich hätte mir wirklich von dynamischen Boden vorgestellt, dass du wirklich, dass du halt auch stecken bleiben kannst, wenn du halt mit den falschen Rädern drauf fährst. Aber das wird es wiederum nicht spüren, wie es ausschaut. Das heißt, die Räder haben wiederum keine Einwirkung. Zumindest die Infos bis jetzt. Und, okay. Was sagst du zu den Ankündigungen? Kann und generell die letzten Informationen, die man so kriegt hat, waren ja einige jetzt die letzte Woche. Man hat ja schon lange spekuliert, bis überhaupt einmal der LS25 angekündigt wird. Das hat jetzt ja, doch einige Zeit gedauert. Jetzt ja. Ist endlich soweit. Anfänglich war ich tatsächlich sehr skeptisch, enttäuscht, bald schon ein bisschen. Weil halt irgendwo, ja, ich vielleicht andere Erwartungen gehabt habe. Mittlerweile muss ich sagen, gefällt es mir optisch eigentlich ganz gut, auch wenn ich noch ein paar Punkte hätte, wo man vielleicht verbessern könnte. Aber wenn man sich auch so das Video im Hintergrund anschaut mit den God Rays, mit den Reflexionen, wie Bernd schon gesagt hat, es macht schon einiges her im Vergleich zum den vorhergehenden Teilen. Ja, diesen, ich sage jetzt nicht dynamischen Boden, diesen verformbaren Boden, habe ich relativ positiv aufgenommen. Warum? Weil es halt keine flache Textur mehr ist, sondern weil die Felder endlich jetzt mal eine 3D-Struktur bekommen. Mit den Fahrspuren muss man mal schauen, wie sich das dann in Game tatsächlich bemerkbar macht. Ich meine, aus der Präsentation hört sich es ganz interessant an. Aber ja, ich fand es jetzt ein bisschen vom Informationsfluss ein bisschen schwach. Es wird zwar viel angerissen, jetzt auch im Nachgang wurden ja noch, ich glaube heute sogar die Videos von Shines veröffentlicht hinsichtlich der FarmCon. Aber im Großen und Ganzen müssen wir jetzt mal abwarten, was die nächsten Wochen kommt. Was sie da im Detail dann hinsichtlich Gameplay etc. noch ein bisschen präsentieren. Aber aktuell, ja, ist schon ein kleiner Hype bei mir da tatsächlich. Okay, also wir halten fest, optisch ist ein Sprung zu sehen. Das finde ich auch absolut, definitiv. Was mich jetzt im Zusammenhang mit diesem Boden sehr irritiert, und das ist etwas vielleicht auch Persönliches, keine Ahnung. Auch Giant selber sagt, dynamischer Boden, die Vorstellungen gehen halt in Richtung von SnowRunner und MudRunner und SpinTires. Das ist absolut utopisch und komisch im LS, das passt da gar nicht, weil kein Landwirt der Welt fährt auf einem 5 oder 2 Meter dicken Schlammfeld um. Das macht einfach keinen Sinn. Aber was mich irritiert bei der ganzen Geschichte und wo ich leider keine aktuelleren Infos habe, als wie die selber vermute, dass kein Force-Feedback drinnen ist, weil das würde sich ja im LS massivst anbieten, dass man den Unterschied zwischen Feld, Schotterpiste oder Feldweg und Straße, dass man den endlich mal spürt. Das ist das, was mich extrem irritiert. Und meine Vermutung dahingehend ist einfach, dass die Engine Force-Feedback nicht unterstützt. Jetzt finde ich, die optische ist die eine Geschichte. Wir sagen alle, ich bin auch der Meinung, wie ihr, optisch hat sich schon was getan, ja. Schaut alles super aus, optisch, definitiv. Aber da sind wir wieder bei dem technischen Punkt, den ich seit Ewigkeiten leider Gottes so ein bisschen schade finde. Dass man gerade bei Spielen, die sich um Geräte handeln, einfach sowas Essentielles wie einfaches was Feedback, was vermutlich nicht so einfach ist, weil man dann die Engine und das ganze Ding braucht. Aber ich würde gerne spüren, wenn ich da jetzt mit dem Gerät was drüber ziehe, was fällt oder so. Geht das euch nicht so, Bernd? An und für sich schon, wie gesagt, unter den ist
noch ziemlich ruhig gehalten worden. Man weiß nicht mit der Peripherieunterstützung. Also es kann sehr wohl sein, dass Force Feedback reinkommt. Es war ja ein Pseudo-Force-Feedback ja in 22er drin. Das niemand gemerkt hat, genau, ja. Was man nicht so. Aber darum gesagt, da wartet man nochmal die Zeit ab. Mhm. Was mir aber positiv überrascht hat, ist, weil es auch gerade da sich, also die Helferverbesserung, sprich auch das GPS, finde ich sehr positiv. Ein gutes Argument, zu dem kommen wir später nämlich. Aber das können wir eigentlich bleiben vorziehen, weil es wurscht ist. Ich möchte nur ganz kurz, ich lasse gleich weiterreden, zu dem Thema, was man in jedem LS hat, es kommen hauptsächlich Mods rein als Features. Jetzt ist natürlich auch hier wieder das Argument, nicht ganz falsch, wenn man sagt, wir haben seit, ich müsste lügen, seit dem 15er, seit dem 17er GPS als Mod und jetzt im 25er kommt er erst ins Hauptspiel rein. Bernd? Mann, es wird sicher GPS-Mod und so weiter wird noch dennoch geben, weil jetzt, wie gesagt, wir haben heute auch die Videos jetzt angeschaut von der Farmcom und so weiter, es ist ja nur eine sehr vereinfachte Form. Das heißt, du hast da keine Auswahl direkt. Aber was mir positiv einmal überrascht ist, dass der Helfer genau nach diesem GPS fahren wird. Das heißt, du hast da die Auswahl entweder GPS an mit Lenkunterstützung oder komplett GPS-Helfer. Und ich muss sagen, das ist schon mal ein Sprung. Jeder weiß, wie die Helfer fungiert haben. Sie sind auch über das Feld gefahren. Sie sind bei jedem Baum hängen geblieben. Sie sind überall. Das wird es zum Glück nicht mehr geben, wie es ausschaut. Absolut richtig. Aber kann man dann trotzdem sagen, das ist ein Feature im LS25, dafür haben wir 3 Jahre entwickelt? Oder was, also es wird sehr viel Entwicklung in die 3 Jahre reingeflossen sein in Grafik. Auch die Farbgebung der Fahrzeuge, wie es die jetzt die Form realistischer gemacht haben. Und die Formen sind jetzt realistischer. Sie haben gemessen sozusagen die Farbpunkte auf Hunderttausenden von Messpunkten auf die Fahrzeuge. Da war ich sehr überrascht. Das heißt, Sounddesign haben sie jetzt auch gewechselt haben mit dem Lack. Gut, ich verstehe es auch. Manche Firmen haben sich ja beschwert, dass die Farbe nicht ganz stimmt. Ja, wie gesagt, GPS war mal eine positive Überraschung. Der Boden wird sicher viel Entwicklungszeit benötigt haben. Ich meine, es ist eigentlich nur eine Verkleinerung des Rasters. Und was ich aber andererseits gerade ein bisschen enttäuscht bin, mir sieht es gerade im Fahrzeug bei dir im Video, die Innenmonitore sind noch immer nicht voll unterstützt. Genau. Manche haben zwar, der Feind hat zwar ein paar Drehzahlanzeigen und so, aber da jetzt bei New Holland, glaube ich, was du gerade zeigst, 2 blaue Monitore. Und da hätte man auch schon mehr gewünscht. Ja, gibt es wiederum nicht. Du kannst die Fenster nicht öffnen. Ja, ja. Die Türen öffnen nicht. Das Internet, der Control hätte ich mir schon ein bisschen gewünscht. Ja. Lecky, 3 Jahre Entwicklungszeit GPS als Hauptfeature oder viel oder eins der großen Features neben der riesigen Verbesserung der Optik. Ich meine, prinzipiell finde ich es gut. Für unsere Freunde, die auf der Konsole unterwegs sind, weil da gab es das ja in der Vergangenheit nicht per Mods. Mhm. Also von daher ist der Schritt schon mal der richtige, den sie da gegangen sind. Was mich halt ein bisschen enttäuscht, du hast das angesprochen, gefühlt kommen bei jeder neuen Version die Mods aus den Vorgängern rein. Aber das auch nur, ja, gefühlt zur Hälfte, wenn überhaupt. Sei es mit GPS, sei es mit dem neuen Helfer, der sich ja rein von der Optik her sehr stark an Cosplay orientiert, aber halt auch nur in einer wahnsinnig abgespeckten Version. Ich meine, GPS hat ja dahin gemeint, sie wissen noch nicht ganz genau, ob sie es zum Release mit implementieren können. Vielleicht möchten sie es dann auch relativ zeitnah nachpatchen, dass man die Kurse selber einfangen kann, was ich sehr begrüßen würde. Und gerade auch hinsichtlich Realismusaspekt. Aber ja, im Endeffekt
wegen diesen paar Neuerungen, auch mit dem Boden, ich glaube, das ist jetzt keine Geschichte, ohne da richtig in den Entwicklungsthemen drin zu stecken, die jetzt seit 3 Jahren in Anspruch nehmen, weil im Endeffekt sind es, ich sag mal, Verbesserungen, die andere Spiele schon vor 5 Jahren hatten. Jetzt auch mit den NPCs zum Beispiel. Jetzt kriegt der Farming Simulator NPCs, die sogar Emotionen darstellen können. Ja, da fühle ich mich irgendwo in die Anfänge der 3D-Adventures versetzt. Was wären ja so Features, was ihr schmerzlich vermisst? Bei mir, wie gesagt, ist Force Feedback aktuell, wo ich sage, das hätte ich schon sehr, sehr gerne drinnen. Bernd? Also, ich muss sagen, was mich positiv überrascht hat, auf jeden Fall, es sind viele Kleinigkeiten, was eingebaut worden sind. Die begehbaren Häuser, also es wird im Gegensatz zum jetzigen Version und abgesehen jetzt Mods vorweg, vieles in 25er, wie es ausschaut, ist jetzt begehbar. Auch die Märkte zum Beispiel, also der Bauernmarkt, wo du anlieferst und drinnen werden die Marktstände gefüllt. Das Aufbausystem, was schon in 22er gehabt haben, auf einer Map mit der Achterbahn zum Beispiel, ist auch ziemlich erweitert drinnen. Das heißt, auf der amerikanischen Map siehst du, weiß nicht, bist glaube ich in dem Video drinnen, ja, genau, von den Features, ja, sieht man ziemlich später, sie haben die Überladestation zum Beispiel von, oder ist eine Fabrik etc., die was noch ziemlich zerstört ist. Aber im Laufe der Zeit du sie beliefern kannst, sie wird aufgebaut, und das ist dann ein vollwertiger Verkaufspunkt oder Überladepunkt. Also solche Sachen gefallen mir. Weil es auch irgendwie in, wie sagt man so schön, es passt dazu, ein altes, verfallenes Gebäude, was nicht up-to-date ist, weil solche Gebäude verwendest heutzutage nicht mehr. Aber es ist noch ein alter Haus, als Holzbau, Fachwerkbau etc., dass du den wieder aufbaust und dann verwendet wird, ist schon mal eine positive Überraschung gewesen. Explizit auf die Frage, Features, die du vermisst im LS? Ja, ich glaub, GPS hoffe, dass noch in einer besseren Form kommen wird. Aber ich setze darauf verlassen, zu Giants wieder auf die Modder, auf die Modding-Community. Es ist im Großen und Ganzen, gut, dadurch, dass ich mich in letzter Zeit auch mit Modding ein bisschen wieder mehr befasst habe, muss ich sagen, die 3 Jahre Entwicklung sieht man trotzdem auch und es braucht viel Entwicklung. Also allein das Wasser, es stimmt schon, dass so die Wassereffekte, wie man jetzt das sieht, bei vielen Spielen schon seit 5 Jahren, 10 Jahren gibt und so. Aber dass das jetzt der Giants Engine schafft und das Motor, muss man merken, die Engine ist komplett anders ausgelegt wie eine Unreal Engine. Kann man schon vorstellen, dass die Entwicklung wirklich viel drin aufgegangen ist. Aber es ist ja auch gut, dass 3 Jahre... Dass man für das Wasser da so viel Entwicklungszeit verschwendet. Ehrlich? Okay. Naja, also das Wunder, es ist nicht... Also für mich jetzt als Laie, ich muss da ganz kurz... Aber für mich als Laie ist das Wasser eines der Features, die ich absolut überhaupt gar nicht brauche. Ich fahre mit meinem Traktor selten durch Flüsse und außer beim Reis werde ich das so nie sehen. Es sind die Kleinigkeiten. Gibt's da nicht, es sind wirklich Punkte, die Kleinigkeiten. Gibt es da nicht größere Punkte, die wichtiger wären? Es ist, du musst rechnen, wie zum Beispiel schon Blacky gesagt hat, dass für die Consoleros zum Beispiel jetzt da besser wird. Es ist die Grafik komplett überarbeitet worden. Angefangen von, abgesehen von der Reflexion und so weiter, davon wollen wir gar nicht reden, aber es ist auch performanter geworden. Du siehst mehr in weniger Verbrauch. Das sehen wir dann, wenn es bei uns ist, das, ja, können wir nicht sagen. Das sehen wir, wenn es bei uns ist. Giants, das sind Mutmaßungen. Ja, nein, aber es ist schon das, was sie gezeigt haben, wenn du die heutigen Videos, habe ich mir jetzt nochmal genau angeschaut von der Farm, ich war leider nicht selbst auf der Farm gekommen, mir war es einfach zu weit weg. Aber es steckt schon viel Technik dahinter, das so zu programmieren, dass das nicht Hardware-Bomben wird. Becky, was vermisst du
Was sind deine Features, wo du sagst, das ist schade oder das würde ich gern sehen im LS? Also was mir unheimlich fehlt, Bernd hat es ja vorhin schon gesagt, ist die Dashboard-Live-Integration, dass man mit dem Monitor noch arbeiten kann, weil ich meiner Meinung nach hat sich das sehr angeboten jetzt mit dem GPS, mit dem Helfer, dass man dann zum Beispiel auf den Fahrzeugmonitoren entsprechend die Karte sieht mit den verschiedenen Bahnen. Force Feedback, wenn sie das jetzt halt nicht nutzen würden mit dem verformbaren Boden, glaube ich, ist das wirklich sehr, sehr schade, weil was bietet sich mehr an, als das Ganze dann auch physikalisch dem Spieler näher zu bringen. Die grafischen Details sind schön, es macht das Spiel hübscher, in Teilen auch realistischer, aber was mir halt so wirklich fehlt, sind jetzt die Neuerungen hinsichtlich Gameplay. Freilich, man hat jetzt mit dem Reis wieder eine neue Fruchtsorte, wo wieder einen anderen Loop entsprechend benötigt mit den Gewächshäusern etc. pp. Aber so wirklich, dass ich jetzt sage, das unterscheidet sich gravierend von den Vorgängern, sehe ich jetzt aktuell noch nicht. Ich hätte sowas wie zum Beispiel in Verbindung mit dem verformbaren Boden, mit dem Wasser jetzt hat, mit der Wasserphysik, Schlammpfützen, wo man sich festfahren kann oder allgemein, wo man sich mit der falschen Bereifung in den Feldern entsprechend verfährt. Solche Themen, wo das alles ein bisschen, ja, bisschen realistischer gestaltet, weg von dem Casual Gaming her, mehr zum bisschen, ja, zum Simulator tatsächlich. Das hatte ich mir vielleicht insgeheim erhofft. Und ich glaube, das wird ein Thema sein, wo wir uns wieder auf die ganzen Modder und Modderinnen verlassen dürfen. Dass die das Spiel dann auf ein Level hieven, wo man es auch als Simulator betiteln kann. Ja, das ist ja grundsätzlich bekannt, weil man ja quasi breites Spektrum abbilden möchte an Zielgruppe, was ich zum Teil schon verstehen kann. Also weil ich es im Hintergrund sehe, das ist die amerikanische Map, die da abläuft und die Vegetation und die Detaildichte. Also ich persönlich habe jetzt noch keine schönere Standard-Map gesehen von Giants. Also jetzt unabhängig von der Fähre, die es schon mal als Mods gegeben hat in früheren Teilen und die jetzt nicht so spektakulär neu ist, aber da auch gut reinpasst. Aber so jetzt von der Optik her und von der Vegetation vor allen Dingen her, schaut das schon verdammt gut aus. Also rein optisch könnt ihr nichts bemängeln. Bei mir ist halt dieser technische Aspekt und der wird sich noch zeigen mit der Performance und Force Feedback. Für mich gibt es kaum. Also wenn ich Lenkrad in der Hand habe, dann möchte ich spüren, was ist für Boden unter mir. Das ist etwas, was ich beim LS auf den Feldern genauso spüren möchte wie am Hof. Das ist was ich super schade finde, dass das die Giants Engine offensichtlich nicht in der Form unterstützt. Dafür die jetzt optisch. Also für mich persönlich schaut das schon seit dem 22er nicht schlecht aus, was da jetzt noch reinkommt. Und die Präsentation von Steger heute mit den ganzen optischen Dingen und den Verbesserungen der Engine, die war nicht schlecht. Also kann man nicht meckern. Ich es vermissen, wie gesagt, das mit den Raufen habe ich vorher schon erwähnt. Also, dass ich wirklich, abgesehen von Pflegebereifung, dass die Holzfeld nicht zerstören, aber dass trotzdem die Raufen einen Sinn ergeben. Ich kann auf mein Level von Realismus kann man leider nicht gehen, da muss ich auf die Modder hoffen. Weil du aber weißt, ich bin einer Quester, was mit Seasons zockt, welcher Mais Plus verwendet hat. Aber wo wirklich bei der Schlamm. Einfach Dinge, die absolut fehlen oder schlecht, wenn man überlegt, auch eins der Hauptfeatures früher war im 19er die Pferde. Und Tierzucht wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt, da geht es mir gar nicht um Schlachten. Das ist für mich völlig okay, wenn ich die Viecher nicht schlachte. Aber Tierzucht wäre doch sowas Wichtiges und gerade dieses Melken und so Geschichten, wo man einfach da viel mehr Liebe reinfließen kann, dass da wirklich mehr Gameplay kommt. Für mich ist das mit Fruchtsorten, ist das für mich persönlich, ob ich jetzt Reis baue oder Baumwolle, das macht für mich jetzt spielerisch, bis auf das, dass ich andere Geräte nehme, wenig Sinn. Okay, ich glaube, punkto Tierzucht, es wurde das Thema Tierzucht absolut gar nicht behandelt. Also die Tiere noch. Ja, ich glaube, da ist noch was im Hintergrund. Wir können
Wir kennen Giants, dass bei der Farm kommt zwar einiges zeigen, aber ich glaube, das müssen die Monate jetzt noch dazwischen zeigen, ob da nicht auch irgendwas im Hintergrund schon rennt, was noch nicht zeigt hat. Man hat, sagen wir es ehrlich, es wurde punkto Farm kommen, nichts von den Tieren gezeigt. Ja, es gibt die Wasserbüffeln. Punkt. Ja, weil es nicht haben, vermutlich, weil wenn man dafür ein Feature hätte, dann würde man das zeigen, meiner Meinung nach. Naja, wir wissen es von der Vergangenheit, dass oft viele Features noch zurückgehalten haben, zum Beispiel für die, weiß nicht, gibt es überhaupt noch die, wir haben es damals noch geheißen, Gamescom und Co. Was dazwischen ich, rennt. Ich weiß es nicht, ob es diese Spielemessen noch gibt. Keine Ahnung. Ob da nicht noch irgendwas im Hintergrund gehalten wird. Ich glaube trotzdem war es. Es ist auch innovativ, also was sie eigentlich auch gesagt haben, für eines der ersten DLCs dann, innovative Maschinen und so weiter. Aber auch hier muss ich sagen, wird es wiederum halt punkto Tierzucht, halt Kälber und so weiter, wird es eine Frage der Zeit sein, wo halt wieder die Modding-Community hoffentlich was aushauen wird. Verlassen wir es ein bisschen zu viel auf die Modding-Community blecken? Habe ich schon den Eindruck, ja. Weil ja. Du hast es gesagt, man möchte ein relativ breites Spektrum abbilden an einer Spielerschaft. Das ist ja verständlich. Ich meine, die sind ja auch nicht aus Spaß und Freude dabei, das Spiel rauszubringen. Die möchten ja was daran verdienen. Aber du hättest ja die Möglichkeiten, dass du zum Beispiel über verschiedene Optionen dann einen Schwierigkeitsgrad auch einstellst, dass du von Casual hin bis zu, ich sage nochmal, eine doch stärker angehauchten Arcade-Simulation in dem Rahmen hin alles abbilden könntest, meiner Meinung nach. Das heißt jetzt sowas wie Festfahren etc. Vielleicht eine Version von Mais Plus implementiert, die das dann alles ein bisschen herausfordernder gestaltet. Und da glaube ich, ist schon die Modding-Community ja von Seiten Giants sehr gefordert. Ja. Glaube ich. Aber sie verlassen sich auch drauf, glaube ich. Ja. Wobei andererseits muss ich sagen, auf die Modding-Community zu verlassen, schaut eigentlich. Ich meine, das Konzept ist ja bis jetzt aufgegangen. Sagen wir es ehrlich. Das Grundprogramm ist da und die Modder haben es eigentlich das Game zu dem gemacht, für jeden eigentlich zu dem Game gemacht, was ihnen passt. Ich war aber überrascht, dass zum Beispiel punkto Realismus auch zum Beispiel die Ballen, na, die Pressen und so weiter, dass die Planen, also Netze und Folien und so weiter, jetzt mittlerweile auch mit eingebaut haben. Und die Farbe von der Folie zum Beispiel, je nachdem, welche Farbe du kaufst. Also das finde ich schon wieder einen großen Pluspunkt. Ich hätte mir auch gefreut, wenn es mehrere Saatgutarten gegeben hätte. Das war halt auch ein Punkt, was mich halt auch mehr interessiert, dass ich sage, okay, ich will Weizen abbauen, also muss ich Weizen kaufen. Weizen-Saatgut und nicht irgendwie das Saatgut. Ja, das ist so ein Punkt, da bin ich voll bei dir. Einfach mehr in die Tiefe gehen oder zum Beispiel auch, dass man ähnlich wie es jetzt beim Reis ist mit den Gewächshäusern, dass man auch selber die Saat quasi aus den Körnern, die man geerntet hat, dann herzieht. Damit man hier nochmal einen neuen Gameplay-Loop installiert. Was bin ich vollkommen bei dir, Bernd, mit den Verbrauchsmaterialien bei den Ballenpressen ist schon mal super, dass sie das jetzt halt mit drin haben. Ich hoffe, das führen sie dann auch noch auf ein paar anderen Wegen weiter. Zum Beispiel AdBlue etc. gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, auf die man das umlegen könnte. Und ja, jetzt müssen wir einfach. Problem ist halt, wir haben halt jetzt ein bisschen was und jetzt kommt das alles so sukzessive nach. Es waren ja auch schon die ein oder anderen Gerüchte, dass dieses Bild, wo sie da von der Kuh hatten, dass das schon auf ein versteckter Hinweis auf eine erweiterte Tierzucht ist. Wundert mich jetzt tatsächlich auch, wenn es so wäre, dass sie das jetzt bei der FarmCon nicht publiziert haben, weil es ja doch eigentlich eine relativ große Sache ist, die, glaube ich, auch von der Community stark nachgefragt wurde, genauso wie der dynamische Boden. Und ja, das wundert mich einfach, dass da relativ wenig kam, was jetzt die tatsächlichen Gameplay-Mechaniken von dem Spiel angeht. Ich habe jetzt seit einigen Wochen da immer vermehrt auf TikTok und YouTube und so weiter die Kommentare durchgelesen
und schon den Eindruck bekommen, dass die Stammspielerschaft, man viele schreiben keine Kommentare, aber die Kommentare, die ich so gelesen habe, so ein bisschen schon enttäuschend sind, dass man sagt, 50 Euro oder 40 bis 50 Euro für Standardspiel, für diesen Inhalt ist ein bisschen mutig, wobei man sagen muss, so eine Engine entwickelt sich nicht von alleine, die Sound und die ganzen Geräte entwickeln sich auch nicht von alleine, aber das vom Gameplay und vom Feature-Level her ist ja doch überschaubar. Wie ist da so das Stimmungsbild bei euch zwei, Ernst? Man, spielen wir das auf jeden Fall. Nicht nur spielen, ich habe halt vor, jetzt da mit dem 22er wieder voll ins Modding einzusteigen. Also nicht nur abpassen, sondern das Mapping und Modding. Also da bin ich im Hintergrund auch ziemlich gespannt, was da jetzt kommt. Es wird schon einige Änderungen gegeben haben und so wie zum Beispiel jetzt der Black Mandat AdBlue hat mich in 22er zum Beispiel gewundert. Die Fahrzeuge haben AdBlue verbaut. Die Werte. Also es war ein Verbrauch von Diesel und von AdBlue ein Verbrauch drinnen. Aber es ist halt immer gemeinsam auftankt worden mit auf der Tankstelle. Nie getrennt. Obwohl es möglich gewesen war. Also warten wir noch die Monate an, glaube ich. Es wird sich noch paar Überraschungen wird es, glaube ich, schon noch geben. Becky, deine Stimmung? Also jetzt punkto dieser Geschichte, dass die Features halt überschaubar sind, trotzdem, dass es ein paar gibt und dann trotzdem Vollpreis verlangt wird, was man vielleicht das nicht versteht als Laie, aber was sagst du dazu? Ja gut, ich meine, die Thematik mit dem Vollpreis ist ja gang und gäbe in der Gaming-Industrie. Beste Beispiel ist ja FIFA bzw. jetzt FC. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich war anfänglich enttäuscht. Ich habe, glaube ich, ein bisschen eine andere Erwartungshaltung gegenüber dem Game gehabt, wo es denn dann mal angekündigt wurde. Ich habe halt die Hoffnung, weil es sind ja ein paar coole Mechaniken drinnen, sei es jetzt mit den Wasserpumpen etc., sei es jetzt mit dem verformbaren Boden oder mit den Dreckstücken, die sich im Reifen festhalten, dass es halt eine gute Basis ist für die Modder und Modderinnen, dass die halt da, ich sag jetzt mal, die letzten 10-20% rauskitzeln, wie sie es auch beim 22er gemacht haben. Von daher freue ich mich drauf. Ich denke, ich werde auch wieder vorbestellen, wenn es soweit ist. Inklusive Season Pack. Mhm. Weil die hören sich tatsächlich ganz, ganz cool an. Ich hoffe, das wird nicht wieder so eine Enttäuschung wie beim 22er. Ja, aber dieser große Wurf, den man sich da vielleicht erhofft hatte, ist jetzt, glaube ich, nicht geworden. Weil es an den Ideen mangelt oder an der Umsetzung oder beidem? Oder was vermutet ihr? Wissen tun wir es ja alle miteinander nicht. Ich glaube nach wie vor die Engine. Oder reicht das, was man macht? Oder ist die Engine? Ich glaube an der Engine. Das viel. Wobei, was willst du wirklich in ein Farming-Game jetzt da abgesehen von mehreren Fruchtsorten, also wirklich Saatgut und so weiter. Mir hat gewundert, dass es zum Beispiel wieder Karotten gibt. Ist ein Grundkorn eigentlich, wenn man nimmt. Hat mich sehr verwundert. Ja, mich verwundert das fast Feedback, aber das wird die Engine nicht hergeben. Das ist meine Vermutung mittlerweile. Ich finde es halt ein bisschen schade. Schaut richtig gut aus. Optisch auf jeden Fall. Ich finde es halt Mensch, schade, dass sowas wie hattest du ja jetzt auch die Mod vorgestellt mit dem dynamischen Absenken. Es gibt ja dann auch noch ich sag mal weitergehend, dass du auch die verschiedenen Grupperarten oder Gruppertiefen simulierst oder auch das Schlauchsystem, was jetzt halt zum Ende vom 22er als Mod kam, dass sowas nicht standardmäßig drin ist. Wo halt das alles ein bisschen detaillierter gestaltet. Also Optik schaut super aus mit dem Lack, mit den verbesserten Wettereffekten, jetzt auch mit dem Nebel. Also wirklich hübsches Spiel, wenn man so jetzt die Gameplay-Szenen und die Trailer ansieht. Aber Gameplay-technisch ist es halt, ja, kein großer Unterschied zum Vorgänger. Wobei, ich weiß nicht, das Video hast du gesehen, ich glaube, das ist sogar das Video.
Also das Schneidwerk von New Holland, das Neiche. Das, muss ich sagen, war ja auch verwundert, dass sowas jetzt da schon eingebaut haben. Mit dem dynamischen Schneidwerk, wo wirklich in drei Sektoren sich am Boden anpasst. Wirklich am Boden entlang anpasst. Wobei ich fürchte, das Hauptproblem mit vielen Sachen wird auch sein, die Konsolen. Wie viel kannst du Hauptgame machen, ohne dass du die Kontrolleure ausschließt? Das ist, glaube ich, das größte Problem. Das ist jetzt, glaube ich, die Chance mit dem Wegfall der Last-Gen-Konsolen, weil ich meine, Xbox Series X oder S oder die PlayStation 5, die haben ja eigentlich die Power. Dass man dann mit Skripten entsprechend nicht mordsmäßig umeinander hauen kann, das ist klar mit den Mods. Ich sprich's gerade auch. Sie haben die Power. Aber das Hauptproblem mit den Konsolen sind die Vorausgebungen von den Slots. Das ist das Hauptproblem. Das liegt gar nicht am Giant. Das liegt an Sony und an Microsoft, dass die sagen, bei einem Spiel darf nur extern so und so viel in den Speicher rein. Punkt. Und auch das mit den Skripten ist ja auch das Problem. Die Konsolen könnten die Skripte verarbeiten. Nur Microsoft und Sony will es nicht. Gut, das sind also, ja dann Dritt- oder ich sage jetzt mal Drittanbieter, meinen damit genau. Die Modder. Aber wenn du jetzt siehst, im Endeffekt haben sie jetzt mit der neuen Helfer-KI auch ein Skript implementiert. Und wenn das Vanilla im Game drin ist, ist natürlich für die. Das ist im Game drinnen. Richtig. Das Problem ist Konsole Mods. Das sind eher externe Skripte. Bin ich bei dir, aber deswegen verstehe ich das nicht, warum Giants das nicht Vanilla ins Game reinbringt, das Ganze. Weil ich glaube, gerade die Konsolenspieler würden sich darüber natürlich aufräumen, wenn sie dahin die ganzen Themen, die wir als PC-Spieler die letzten Jahre schon per Mods nachgeliefert bekommen haben, auch endlich mal nutzen können. Und du hast es angesprochen mit den Slots. Giants hat jetzt auch das Ganze nochmal optimiert, oder die Slots, glaube ich, oder die Größen halbiert, ne? Statt 8, 4 Megabyte oder so. Mhm. Betrifft aber nur das Fahrzeugslot, also die Texturen sind wieder extra. Also Fahrzeuge werden trotzdem 200 Megabyte und 100 Megabyte haben und so weiter. Aber das Grundgerüst ist halbiert. Ja, und ich meine, sie können es ja anscheinend, und dass sie dann solche Themen trotzdem außen vor lassen, verstehe ich nicht ganz. Dass die Feature-Liste hätte noch ein bisschen größer werden können, eh schon mit Dingen, die es schon seit langem gibt, ja. Das ist leider Gottes ein Ding, was ich halt am meisten kritisiere. Man traut sich vielleicht zu wenig oder man kann es technisch zu wenig, ich weiß nicht, woran es liegt. Also das ist so ein bisschen, was er hat's angesprochen. Er hat es angesprochen. Er hat es heute eben wie den Punkt, wie es halt jetzt der Blacky gesagt haben, das Verringern von 8 auf 4 Megabyte oder 4,5, was waren. Die Begründung haben, dass die Konsolen nur einen maximalen Speicher besitzen. In der Hinsicht. Ja, deswegen hätte man das, wie Blacky richtig sagt, mehr von Giants ins Spiel reinbringen können müssen. Genau, das hat er auch gesprochen. Umso mehr sie ins Hauptspiel bringen, umso weniger ist es möglich, Mods dazu zu rein. Das ist. Du siehst das oft, wenn du die Log, wenn du eine Map laden tust, hast du irgendwann Use too much memory. Ich glaube 450 Megabyte oder was das sind. Aha. Das ist die Grenze der Konsole. Also wenn die Standard-Map jetzt zum Beispiel eine gewisse Größe erreicht, mit den Geräten, mit so weiter, eine Konsole, der hat auch eine gewisse Anzahl an Geräten, was du kaufen kannst, danach sagt das PlayStation so, das war's. Aha. Du kannst keine 40 Traktoren kaufen. Kenne mich zu wenig aus mit Konsolen, bin ich voll nicht drin. Gut, das heißt, wenn man das Spiel genießen möchte im vollen Umfang, sollte man einfach am PC spielen, wa? Mhm. Gut. Was wären so jetzt abschließend so das Stimmungsbild von euch? Jetzt abschließend zum LS25, Lecke? Ich bin gespannt, was die nächsten Wochen kommt bis zum Release. Weil es war jetzt, habe ich zumindest den Eindruck, bloß ein Bruchteil, was jetzt von der Famcom durchgesickert ist. Ich bin echt gespannt. Auch jetzt mit dem Boden, wie das dann im Detail ausschaut, mit den Helfern etc.
und hoffe, dass uns wieder mal ein guter LS-Teil, wenn auch mit, wie jetzt ja gerade besprochen, mit Einschränkungen, dann am 12. November präsentiert wird. Bernd? Also der Überhype ist noch nicht da, aber er wird auf jeden Fall gezockt. Also. Gut, Freunde, das war's. Dann sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen. Falls es noch Meinungen gibt, gerne in die Kommentare rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.